Ja, guten Abend, nachträglich noch frohes neues Jahr hier, viel Gesundheit, viel Erfolg. Und zum Spiel gratuliere Larry und seine Mannschaft zu dem Sieg. Klar, das war ein ausgeglichenes Spiel, glaube ich, haben wir auch gesehen. Wir haben zwar eigentlich, glaube ich, schon gut angefangen heute, die ersten 10 Minuten waren wir gut unterwegs, bis wir wieder, wie schon zum x-ten Mal, ziemlich billige Strafen machen. Ja, das waren Strafen, brauchen wir gar nicht uns da ausreden, überhaupt nicht. Und dann bekommt langsam Straubing wieder Momentum. Schießen sie auch das Tor. Und das ist unsere Krankheit, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir einfach das Spiel, dieses Momentum, das so wichtig im Eishockey ist, dass wir das eigentlich aus der Hand geben. Letztendlich die letzten 2 Drittel waren ab und zu gute Scoring Chances da. Wir haben vielleicht optisch besser ausgeschaut, aber man muss sagen, dass Straubing sehr gute Arbeit in der defensive Zone gemacht hat. Die haben versucht schon uns außen zu halten. Und dann, wenn die die Chance immer hatten, dann haben sie versucht, eigentlich 3-2 oder 3-3 auch mit den Defensemen ein Transition, ein Kontra zu fahren. Ja, ausgeglichenes Spiel, zu viele Tore natürlich auch in den Shootouts hier, haben wir lange nicht mehr so viel gesehen. Aber gehen wir weiter. Ja, es war ein enges Spiel. Straubing hat gewonnen. Gratuliere und geht's weiter. Guten Abend, danke Pavel. Ich denke, die ersten 10 Minuten waren wir viel zu passiv, fast schläfrig, würde ich sagen. Und da war Wolfsburg sicherlich die bessere Mannschaft auf dem Eis in diesen ersten 10 Minuten. Es kann auch sein, wenn man eine Klatsche wie diese 1:8 in Wolfsburg, dass das vielleicht ein bisschen in die Köpfe der Spieler war. Wolfsburg war eindeutig an diesem Tag besser, ob die 7 Tore besser waren, weiß ich nicht. Aber das hat sicherlich eine kleine Rolle gespielt. Ich denke, danach haben wir uns gefunden, auch bedingt durch die Überzahlsituationen. Und wir wussten, dass der Schlüssel zum Erfolg heute ist, dass wir diszipliniert spielen. Wolfsburg hat die beste Überzahlmannschaft der Liga. Das haben wir selber miterlebt bei dieser 1:8-Klatsche. Und wir haben, obwohl wir viele Videoszenen angeschaut haben und versucht haben, kleine Veränderungen vorzunehmen im eigenen Drittel, vor allem in Unterzahl, bis auf eine Situation, waren wir sehr diszipliniert heute. Eine Ausnahme war sicherlich dort vorhanden, aber letztendlich, das war sicherlich der Schlüssel zum Erfolg, ist, dass wir die Wolfsburger nicht zu viele Gelegenheiten in Überzahl geben. Und ich denke, das haben wir getan. Und Matt Climie hat ein sehr starkes Spiel gemacht. Es gab ein paar brenzlige Situationen, wo es 1-1 stand. Und so wie Sebastian Vogel war Matt Climie zur Stelle. Und das ist genau das, was wir brauchen. Das ist, glaube ich, der 5. Sieg dieser Saison, 2-1. Und wir wissen, dass um einen Aufholjagd zu machen, ob es machbar ist, ob es möglich ist. Das geht sicherlich nicht mit 5, 6, 7 Gegentore. Und da muss ich die komplette Mannschaft, inklusive Matt Climie, heute loben für diese defensive Arbeit. Ich glaube, nach 2 Drittel haben wir 15 Schüsse abgegeben vom Gegner. Und das ist sicherlich der Schlüssel zum Erfolg für uns momentan in der DL. Wir wollen jetzt natürlich diesen Sieg genießen, aber wir wollen jetzt am Freitag in Schwenningen auch das erste Mal gegen die Schwenninger nach 2 verlorenen Spielen, so wie die gegen Wolfsburg, wollen wir den ersten Sieg am Freitag einfahren. Dankeschön.